So, einmal kurz, sorry für die kleine Unterbrechung. Und zwar sind meine Eltern so in Aufbruchstimmung, weil die jetzt gleich in den Urlaub fliegen und die legen sich noch kurz schlafen und dann habe ich noch kurz mit denen gelabert. Deswegen hatte ich kurz hier einen kleinen Cut. Und ja, wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Ich nehme jetzt einfach mal direkt den Todbringer. So. Ja, wir waren ja bei dem 30-Tage-Stream-Marathon. Und die zocken da halt ziemlich viele Spiele, also Minecraft natürlich. Sind ja auch die meisten, die da sind, Minecraft-YouTuber, aber auch Monte zum Beispiel war schon da. Der kommt auch nochmal jetzt morgen wieder. Ja, und die zocken dann auch GTA und Super Mario halt. Und was haben sie noch so gespielt? Irgendwas noch auf Konsole gerade, worauf ich gerade nicht komme. Ja, keine Ahnung, ich komme gerade nicht drauf. Habe ich gerade den Panorama gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich glaube, der kommt jetzt auch so wieder. Okay, die schießt langsam. Also, eigentlich wollte ich vielleicht mal ein bisschen so mit der Loco spielen, weil mir auch nicht mehr viele nicht mehr viele Kills fehlen zu der roten Hexagon-Tarnung, aber dann sollte die schon effektiv sein. Ich muss gleich auch mal einen überleben lassen. Ich habe jetzt mittlerweile wieder genug Punkte, dass ich ein bisschen am Wunderfuß ziehen kann. Zack. Ja. Gut. Also ich muss dann auch wieder so gegen 1 mache ich wieder eine Pause, aber das sind jetzt noch knapp 2 Stunden bis dahin. Weil ich erstmal dann meinen Eltern Tschüss sage und auch dann kurz mal meine Freundin abholen muss, weil die im Kino ist mit Freundinnen und so und ja. Da habe ich gesagt, ich hole die ab, dann müssen sie nachts nicht laufen, weil es von der Stadt bis zu ihr schon noch so eine halbe Stunde oder sowas zum Fuß ist. Wenn nicht sogar, ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Jetzt kommt ein Panzersalat, oder? Oder habe ich mich schon wieder verhört? Wird dich in das nächste Leben tragen. Nee. Mein Controller vibriert zumindest gerade nicht. Ich konnte es gerade schwer abschätzen, weil wenn man hier den Bogen gezogen hält, dann vibriert er automatisch. Nee. Kommt keiner. Aber ich muss gleich wirklich. Es ist halt hier schwer, einen überleben zu lassen. Aber so langsam könnte ich das mal abschätzen eigentlich, wann die Runde zu Ende ist. Oder den Double Punch auch mal schnell. Die sind schon recht angenehm, ne? 20.000, damit kann ich schon gleich ein bisschen was anstellen. Und ein Insta. Kann ich noch ein paar Locus-Kills machen. Fokus, Pokus, Locus. Zack, zack. Schreiner nehme ich auch mal. Geheimnisvolle Geister helfen uns bei unserer Mission. Och, scheiße, ey. Ohne Witz. Willst du einmal snipen und dann sowas? Und? Panzersoldat kommt, oder? Nicht? Ja. Jetzt ganz sicher, jetzt habe ich es gehört. Jetzt habe ich es gehört. Ja, da kommt er schon. Ich verpiss mich mal. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt. Bin gerade am überlegen, wie ich den Tod kriegen soll. Ich könnte die. Nee. Das macht keinen Sinn, die. Ich wollte gerade sagen, kurz Locus punchen, aber selbst dann wäre die, glaube ich, nicht so stark, dass es irgendwie was bringen würde. So. Mehr als das kann ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Vor allem bringt die Elektrofalle da auch nicht wirklich viel. Kann ich hier nochmal einen Bogen drauf? Ah, okay, er ist tot. Nice. Glück gehabt, Max Ammo. So lobe ich mir das, wenn bleiben wir kurz hier oben und schwellen hier ein bisschen. Das ist auch recht easy eigentlich. Hier kann ich es vielleicht auch dann besser abschätzen, dass ich. Ich habe nichts gesagt. Nein, ich habe gar nichts gesagt.
Ach, toll. Ich glaube, aber ich spiele mal. Oh, perfekt. So geht's auch. Die Dämonenhunde jagen uns wieder. Jetzt muss ich nur gucken, wo Wunderfist denn kommt. Ich wollte. Ach ja, genau, die Ragnarok wollte ich auch noch die ganze Zeit bauen. Vielleicht mache ich das mal. Und dann gucke ich mal, wo Wunderfist ist. Vielleicht ist es nämlich auch noch gerade gar nicht gespawnt. Aber müsste eigentlich schon so langsam. Ich baue meine Ragnarok immer hier in der Kirche auf. Also bei Speed Cola und so. Zack. Easy. So, und dann gucken wir uns mal um. Wo blitzt es? An meinem Bogen. Ja. Witzig. Aber Siriusli, wo blitzt es? Da hinten. Ist es... Warte, Rakete oder ist das noch im Gebäude? Ich glaube, das ist schon Rakete, ne? Nee. Ich glaube, ich habe da gerade grünes Licht gesehen hier. Tatsache. Ist wieder zurückgekommen. Mule Kick. Und cool. Ich glaube, ich kann mir auch gleich nochmal ein Schild holen. Mit Hunden trainen ist auch nicht so das Schönste. Also in so einem engen Raum. Die hitten da eigentlich schon ziemlich viel. Was ist das? Ja, Stimmen ab. Manchmal kann man das echt scheiße erkennen, was das ist. So, und steppe ich hier nochmal vorbei. Mach mal so, zack. Nochmal die Vinium. Ich töte mal kurz die Hunde. Electric Cherry. Und cool. Sind hier schon wieder solche nervige Hunde? Mio Kick. Ohne Spaß, eine Widowswine aus diesem Ding zu kriegen, ist immer so heftig. Ich habe es erst zweimal geschafft. Einmal beim First Try und dann beim letzten Mal, wo ich die High Round gemacht habe. Beim letzten Mal, wo ich die High Round gemacht habe, habe ich es direkt am Anfang, glaube ich, gezogen. Deadshot. Alles so Dinge, die ich nicht brauche. Okay, mein Schild ist weg. Sollte ich vielleicht kurz mal aufpassen. Ja, ich hole mir mal schnell ein neues Schild. Kein Bock hier drauf zu gehen, nur weil ich irgendwie mein Schild verloren habe. Mann, Mann, Mann. So, was aber auch. Ich mal das Schild hier, zack. Der Krieger ist dankbar. Und dann wieder die Treppe nach oben und dann wieder zum Automaten. Auf zum unsichtbaren Bogenmobil. So. Hinfort, Dämonenbrut. Und ziehen, aber es ist das bestimmt eh wieder ausverkauft. Ja. Das war schon irgendwie klar. Also, mit Glück hat das heute nicht mehr viel zu tun. Normalerweise bin ich nach anderthalb Stunden in Runde 50 ungefähr. Also zwischen 40 und 50, irgendwie so in dem Bereich. Und ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich in der Zeit bis Runde 30 gekommen bin. Nur wegen den Perks und der Waffe. Aber... Wie gesagt, umso später ich das alles bekomme, desto schwieriger wird es. Also gut, mit den Perks jetzt nicht, aber wenn ich nicht bald meine Haymaker habe, dann wird es echt bald ungemütlich mit dem Panzersoldaten. Blitz, 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 wo bist du? Potz, Blitz. Oh, da kam er, glaube ich, gerade runter, kann das sein? Ja. Der Schmerz verfliegt. Irgendwie so kam er da runter. Ich überlege gerade, wo da unten die Station ist. Aber die werde ich schon finden. Hoffentlich. Willst du mich
Ah doch, hier ist glaube ich eine drin, ne? Oder? Nee. Wo war die denn nochmal? Anfangsraum? Irgendwie hier so in dem Gebiet? In dem Gang ist auch noch. Aber, nee, das wäre ja die falsche Richtung eigentlich vom Blitz her. Gucken, ob das wirklich runtergeblitzt hat. Doch, hat's ziemlich eindeutig. Ach so, warte mal, da oben ist auch einer drin. Stimmt. Richtung Strom. Boah, die Hunde sind so nervig, ne? Scheiße. Weißt du, willst du einen töten und dann sowas. So, ein Try mache ich kurz noch. Für dieses Geschenk. Ich muss ihn nur schnell finden. Irgendwo in der Ecke stand der hier. Ich hab's irgendwie. Ja, hier. Irgendwie hatte ich so im Auge gefühlt, aber ich wusste nicht mehr genau wo. Mule Kick. RIP, Alter. So, ich spanne einfach mal den Bogen für den Notfall. Zack. 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 Und dann noch mal einmal. Gott! Ja, da wollte ich einmal demonstrieren, wie man das mit der Ragnarok macht und wäre dann fast down gegangen. So, die Ragnarok macht quasi dasselbe, da spielt man auch in den Eingang. Und dann macht die hier ihren Unfug. Dann ist jetzt zu Ende und dann schießt man einfach wieder mit dem Bogen. So. Schön Todbringer. Der Pfad des Kriegers ist Blut und Rot. Vielleicht kriege ich ja gleich ein Überleben. Ein Zombie. Jede einzelne meine ja, Kugel. Ein überlebender Zombie so. Das wäre angenehm. Aber noch scheint ja schön zu spawnen. Ich glaube, noch kann ich ein bisschen warten. Oder? Es wäre klug, meine Macht mal zu fürchten. Oh, ey. Mann. Das ist ja nicht wahr. Ah, nee, Mittwoch kann ich echt nicht gehen, ey. Ach, so ein Scheiß, Mann. Das ist echt kein Luck, diese Runde. Kein Luck, ey. Aber ansonsten habe ich so alles vom Setup, deswegen ist die Runde eigentlich ganz gut, aber... Na, Mann. Ich hätte schon so viel machen können mit dem Geld. Und ich werde dann mal bei Pack-a-Punch, wenn ich dann Hochofen haben möchte. Das dauert dann bestimmt auch noch wieder Lichtjahre, ey. Dann kriege ich erstmal 12 mal irgendwas anderes. Oh, Max. Großzügigkeit ist selten. Double. So, einmal schieße ich noch und dann kann ich mal gucken. Obwohl, nee. Da kommen noch welche. Ich will gerade gucken, ob vielleicht die letzten langsam sind. Immer noch nicht. Obwohl. Doch, ich glaube schon. Yep. Aber diesmal habe ich es aber mit hinbekommen noch. 3 Stück. Ist in Ordnung. Es sind nicht zu viele. Electric Cherry wieder. Ach ja, ist das schön. Macht bestimmt viel Spaß zuzugucken, oder? Das meine ich so, dass es dann halt bei einer High Round ist das dann live ein bisschen langweilig, wenn ich die ganze Zeit hier ziehe und nicht das erreiche, was ich haben möchte. Schon wieder Deadshot. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche Farbe die Perkflasche hat. Irgendeine dunkle auf jeden Fall, aber...
glaube, das war schon wieder Deadshot. Ich schau mal schnell. Ich weiß nicht, was das war. Ich konnte es jetzt echt nicht mehr sehen. Aber ich glaube, es war Deadshot. Diese Nähe ist beleidigend. Oh, toll. Hat sich das auch wieder erledigt? Dann hole ich mir mal schnell ein Schild. Ich kaufe hier einfach mal kurz auf. Hab ja genug Punkte. Hey. So. Und dann ja, neues Schild und neues Glück und neu suchen, wo denn jetzt der Wunderfiss ist dankbar für geblieben ist. Vorteil. Ja, ja. Ich habe echt gerade gar keinen Plan, wie lange das hier noch dauern soll. Wahrscheinlich gleich habe ich schon irgendwie bald ein Part, wo ich nur hier hin und her laufe und versuche, einen Wunderfiss-Automaten aufzutreiben, der mir das gibt, was ich haben möchte. Muss mal gucken, nicht, dass er jetzt hinten bei der Rakete ist. Aber vom Blitz her nicht. Allerdings sehe ich auch keinen Blitz. Da sehe ich auch keinen Blitz. Da sehe ich einen Blitz. Stimmt, da oben ist auch noch einer. In dem oberen Stockwerk, links oben in der Ecke. Ist richtig. Pum. Da haben wir ihn. Und du bist der einzig wahre, der mir jetzt Widows Wine gibt. Oder auch nicht. Lecko Mio, Alter. Ohne Witz, das ist doch nicht mehr normal. Disco, Disco, Party, Party. Das ist ein kleines Easter Egg so nebenbei. Kann man ja mal machen, ne? Um bei guter Laune zu bleiben. Nee, Mew Kick. Ey, ohne Witz, ne? Das ist dann nicht mehr normal. So, so langsam müsste die Flasche weg sein, ja. Ich laufe mal einmal hier außen rum. Und dann schauen wir mal. Das ist Elektrokirsche, oder? Das Etikett hat sich nämlich gerade gedreht. Das ist die Scheiße. Es wäre praktisch, wenn man an Wunderfiss geht. Wenn dann da steht, drücken sie Viereck, um, weiß ich nicht, Mew Kick zu trinken oder so. Och, ey. Ich habe das Gefühl langsam, dass ich gar nicht erstmal daran komme an Widows Wine. Kann das sein, dass man immer nur eine Auswahl hat an Perks, wo man rankommt? Vielleicht ist es ja so. Und ich weiß einfach nichts davon. Weil ich glaube, das nächste Mal, wenn Elektrokirsche kommt, dann nehme ich das erstmal und hole mir einfach ein neues Unstillbar. Das ist Deadshot. Das habe ich noch gerade so gesehen im Drehen. Und weg. Ach, leck mich, ey. Rest in peace. Oh, nochmal Divinium. Hab schon viermal jetzt, glaube ich, ne? Schön, schön. Aber ich dachte, der bewegt sich, wenn ich ihn anschieße. So, wie sieht's denn hier aus? Ich weiß nicht, ist er schon... Ja, er ist schon gemoved. Wieder hinten ins Gebäude rein, ne? Also sah gerade so aus. Ja. Uff. Deadshot.
Deadshot bekommt gleich von mir einen Headshot. Boah, ich sollte Rapper werden, Alter. Easy. Zack. Electric Cherry, komm. Ich nehm's jetzt. Fuck the system. Da versuche ich jetzt beim nächsten Mal einfach mein Ding zu bekommen. Elektrokirsche, für die, die es nicht kennen. Wenn man nachlädt, kriegt man hier so ein Elektro-Zeugs um sich rum, was die Zombies betäubt. So. Aufs Haus. Ich weiß gar nicht, funktioniert das jetzt auch, wenn ich keinen Perkslot habe? Soll ich es mal machen? Ich teste es mal. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal getestet und ich glaube, es hat nicht funktioniert. Aber mal schauen. Doch. Stamina up. So, ziehe ich jetzt für 2500 ein neues Kaugummi oder warte ich bis nächste Runde? Ich glaube, ich ziehe jetzt schon eins. Weil ich kriege ja genug Punkte wieder rein. Warte mal, wo ist denn hier der nächste Kaugummi-Automat? Hier irgendwo da. Ah. Oh ja, das brauche ich eigentlich auch. Aber es bringt mir jetzt gerade nichts. 9000, ja komm. Verballere ich jetzt mal all mein Geld. Offensichtlich. Für offensichtlich. Alles klar. Halt's Maul, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Ah stimmt, die Gonde hätte ich noch betätigen können. Der kann auch ein Sale droppen. Egal. Aber mit Stamina ist auch angenehm. So, ich schieße einmal normal mit dem Bogen. Die spawnen schon mal hier sind, dann platziere ich gleich nochmal die Ragnarok. Ein Opfer für die Elementargeister. Jetzt. Und. Bam. So, und jetzt spielen wir wieder ein bisschen. Wir holen uns dann wieder ein Kaugummi. Ich könnte auch theoretisch mit offensichtlich nach unten laufen und mir ein neues Kaugummi holen. Aber. Nee. Lieber nicht. Das Gute auch an dieser Taktik ist, wenn man jetzt wirklich hier sitzt und wirklich Notfall hat, man kann einfach Viereck drücken und wird wegteleportiert. Das heißt, eigentlich kann man hier voll überhaupt nicht down gehen. Weil im Notfall sind wirklich zu viele kommen, drehst du dich mit dem Rücken zu den Zombies, dann schlagen die erstmal auf Schild ein und man hat kurz Zeit, um überhaupt zu schalten und kann dann ein Viereck drücken. Aber eigentlich weiß man auch, dass man schon ein Viereck drücken kann und weg ist. Also man ist hier wirklich ziemlich safe. Aber warte mal, sind schon wieder die letzten? Ja gut. Mal. Zack. Okay. So, habe ich nämlich nur noch einen. Dann versuche ich jetzt einmal Kaugummi. Und Gondel? Erst Gondel oder erst Kaugummi? Erst Kaugummi. Vielleicht kriege ich auch aufs Haus. Alles muss raus. Na, guck mal. Aus einem anderen Reich. So. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, ne? Die Quelle dieser Süßigkeit ist sehr mysteriös. Alles andere wäre langsam echt nicht mehr normal. Aber ich habe jetzt auch beim Wunderfist eine einfachere Auswahl. Dadurch, dass ich jetzt schon 6 Perks habe, können ja nur noch 3 drin sein. Also Mule Kick, Widow's Wine und was noch? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendeins habe ich gerade noch vergessen. Oh fuck, ich war gerade nur mal in der Kiste. Oh Gott. Was ein Glück. Also nicht mit der Waffe, sondern dass ich kein Teddy bekommen habe. Mit einem Geschenk wie diesem kann ich mein Geld klüger ausgeben. Der Takeo anfasst, muss lebensmüde sein. Es ist echt langsam. Ihr seid es nicht, nicht mehr feierlich. Krieger zu berühren. Mal ehrlich, was soll ich denn dazu kann sagen? Ich hier nochmal ran. Aber echt, ne? Ey. Meine ohne Feinde, Witz. Tun mir fast leid.
Was soll das? Zeig mir deine Macht. Seltsame Süßigkeit. Hoffentlich ist beim letzten Mal. Es hat beim letzten Mal auch funktioniert, als ich den Highround Attempt live gemacht habe. Ich kann auch schnell noch an die Kaugummi-Automaten vielleicht nach oben rennen. Wobei, nee, ich sollte erstmal mich hierauf konzentrieren. Bis zum letzten Atem. Ja, da ist er, da ist er. Okay, warte. Die Dämonen sicherzustellen. Nein, das kostet 4010, trotzdem. Aber die Haymaker ist da. In ihrem wunderschönen roten Hexagon. So, kurz sortieren. Nee, warte mal, Gondel bringt mir auch nichts. Ach, ich benutze die einfach. Es bringt mir zwar nichts, aber ich benutze die einfach mal. Und dann sollte ich sofort, wenn die Runde beginnt, an Kaugummi-Automaten ran. Na, jetzt kommt auf die rechte hoch. Double Points, okay. So. Dich bringen wir mal um. Dann startet die neue Runde. Ich nehme die Double Points schon mal. Und erneut sind uns die Geister. Warum 4500? Ach, jetzt. Zack. Ganz schnell, ganz schnell. Unstillbar. Okay, ein Panzersoldat ist gerade gespawnt. Jo. Eieieiei, da. Das Ding ist, mein Haymaker ist jetzt noch nicht gepuncht. Das ist jetzt ein bisschen doof in dem Fall. Aber wir werden das schon schaffen. Hoffentlich. So. Wo bleibt denn Mr. Panzersoldat? Oh, da ist er, da ist er. Wurde streich schnell an. Und drauf, und drauf, und drauf, und drauf. Und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf. Komm schon, komm schon. Oh Gott, oh Gott. Das meine ich, der schluckt. Oh, er schluckt wie eine Nutte, aber er ist tot. Er ist tot. Ja, Mann. Okay, schnell zurück. Ich rush einfach schnell durch, ich habe ja Insta. Gott, ey. So, ich sollte jetzt auch schnell schon den Bogen spannen und... Kamm! Nee, ich ziehe einmal schon mal den Bogen. Und dann, wenn ich abschieße, dann trinke ich schnell was. Oder ist auch schon... Ah, nee, ist ein Todbringer. So. Ich habe auch gar keinen Töter auf dem Rücken. Das hätte echt gerade richtig scheiße ausgehen können. Bin ich alles andere als nachsichtig, Dämonen. Sind das die letzten? Doppelte Punkte. Das oh, fuck. Ist uns heute. Wir müssen diesen Moment nutzen. Aber einmal schnell kann ich die schon einmal punchen. Das geht schnell fit. Wenn wir überleben so. Wollen, müssen wir jeden. Dann geht's schon beim nächsten Panzersoldaten schon mal ein bisschen schneller. Aber ich gehe auch gleich nochmal punchen. Und versuche, Würdes mal zu bekommen. Möge die Energie euch aus dieser Welt verbannen. So langsam habe ich alles, was ich will. Ich sogar noch Stamina Up jetzt noch mit dazu, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich verballe auch meine Kaugummis irgendwie übelst hier, aber ich meine, es ist ja für ein Video, ist für einen guten Zweck. Außerdem kriegt man ja jetzt auch unbegrenzt Divinium. Von daher, ich kriege ja mehr als zwei diese Runde. Da kann man das schon mal machen. Dann kriege ich auch vier dann wieder rein an Kaugummis. Und zur Not mache ich die nächsten Highround Attempts, wenn es gewünscht ist, wenn überhaupt welche kommen sollen, einfach auf alten Karten. Kein Black Ops 3. Ich kann das dann machen, in der Zwischenzeit kann ich dann im Livestream mal ein bisschen Black Ops 3 zocken, wieder Kaugummis erspielen, die ich dann für die nächsten Highround Attempts benutzen kann. Ja, das ist ein paar. Was macht ihr denn hier? Ich werde auch, denke ich mal, am Sonntag streamen. Also Ostersonntag. Weil meine Eltern eh nicht da sind und so und ja. Diesen Moment der Stille auskosten.
Es ist so schwer, hier einen überleben zu lassen, ohne Witz. Versucht es mal. Ja, erstmal Granatenspam. Solange noch Insta ist. Bogen. Zack. Da ist der Bogen überspannt, meine Freunde. Hoho. Witzig. Ich hau auch wieder die coolsten Witze raus hier.